Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine zweite Flechtkarte für euch. Zumindest nenne ich sie jetzt mal so. So schauen sie aus. Also hier im Hintergrund ist der weiße Farbkarton geflochten. Hier habe ich mit den Tulpen dekoriert. Hier habe ich, wie heißt es denn, von Hand gemalt, hieß die, oder heißt die Reihe. Da habe ich die Blüte rausgenommen. Einmal in Papaya. Hier habe ich nochmal gearbeitet in Abendblau. Allerdings verlässt uns die Farbe da ja. Heute nehmen wir Bonbon Rosa. Und meine Deko habe ich soweit schon vorbereitet. Zum einen habe ich mir die Blüte genommen aus dem Stempelset Konturiert und Koloriert, die hier oben. Mein Spruch kommt aus dem Stempelset Sachs mit Tulpen, dann nehme ich den zum Geburtstag raus. Und dann habe ich noch eine Handstanze verwendet, und zwar die Handstanze Zweige, dann nehme ich das große Blatt raus. Und die bestickten Rechtecke. Wir haben hier ein Stück Farbkarton bzw. zwei. In 14 mal 10, eins davon müssen wir stanzen. Und zwar ist das das drittgrößte Rechteck von außen. Das ist, also ich nehme es mal raus und messe euch mal eben aus, wie breit wir hier sind. Also wir haben hier 8 mal 11 ist dieses ausgestanzte Stück, falls ihr die Stanzform nicht habt. Das, was hier übrig ist, das ist natürlich jetzt ein schönes Etikett, das kann man dann für eine zweite Karte verwenden. So, also ein ausgestanztes. Dann habe ich hier 10 Streifen, die sind alle 1 cm mal 21 cm. Ihr könnt aber gucken in eurer Restekiste, ob ihr da kürzere drin habt, die dann später auch diagonal hier hinter passen. Die müssen jetzt nicht zwangsläufig alle 21 cm sein, aber meine Reststücke waren alle zu kurz, also musste ein neuer Bogen dran glauben. Dann haben wir eine ganz normale Grundkarte in 14,5 x 21, das zweite Stück in 14 x 10 und Designerpapier haben wir hier noch, ich hoffe, das blendet nicht allzu doll, in 13,5 mal 9,5. Das müssen wir uns gleich noch zuschneiden. Das mache ich gleich mit euch zusammen. Das erstmal alles an die Seite. Wir falzen uns erst einmal die Grundkarte. Und zwar an der langen Seite bei 10,5. Da kommt dann später unsere Mattung rein. Und das Designerpapier habe ich mir jetzt so zugeschnitten. Ich schneide erst an der kurzen Seite die 9,5 und dann die 13,5. Das bleibt übrig. Das brauchen wir als Hintergrund. Und diesen Streifen, deshalb habe ich euch das jetzt gezeigt, wie ich es zugeschnitten habe. Den möchte ich gerne hier dann später einkleben. Das könnt ihr machen, das müsst ihr natürlich nicht, je nachdem, wie ihr das möchtet. Und wir fangen jetzt erstmal mit dem Hintergrund an. Ich habe viel vorbereitet, denn es soll hauptsächlich um den Hintergrund gehen bei dieser Karte, wie ihr sie letzten Endes ausdekoriert. Das geht ja nach eurem eigenen Geschmack. So, wir haben die 10 Streifen, unser ausgestanztes Stück und wir brauchen Büroklammern. Und zwar legen wir uns die unschöne Seite, beim Stanzen hat man ja immer eine unschöne Seite, die legen wir uns nach oben. Dann brauchen wir Geodreieck und Bleistift. Und jetzt machen wir uns an einer der vier Ecken die erste Markierung, und zwar von dieser ausgestanzten Ecke 1,5 cm nach innen.
Da achte ich jetzt drauf, dass ich rechts und links ungefähr die gleiche Zahl habe. Heißt, wir sind jetzt in der Höhe 1,5. Ich muss es noch ein bisschen drehen. Und jetzt haben wir von der 0 rechts und links in etwa 3,3. Das kommt auf einen Millimeter nicht an. Hier machen wir uns die ersten zwei Markierungen. Dann nehmen wir uns den ersten Streifen. Und da achte ich jetzt drauf, dass auch hier die unschöne Seite mich anguckt. Das ist ja beim Schneiden, drückt sich der Farbkarton ja immer so ein bisschen nach unten. Und den machen wir hier jetzt fest. Und zwar klebe ich den nicht direkt, sondern nehme mir jetzt hier zwei Klammern. Es wird ein bisschen fummelig heute. Und mache mir hier den ersten Streifen fest. Einmal da und einmal an der anderen Seite. Wenn das jetzt noch ein bisschen schief ist, ist das nicht so schlimm. Das können wir später korrigieren. Dann nehmen wir wieder unser Geodreieck und messen jetzt 1,5 von dem ersten Streifen in die Richtung. Das heißt, ich lege mir die 1,5 an die Kante an und mache mir die nächste Markierung. Und da kommt dann der zweite Streifen hin. Wieder mit zwei Klammern festmachen. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, warum macht sie das mit Klammern fest und klebt es nicht gleich? Ich habe bei meiner ersten Karte die ersten fünf Streifen direkt geklebt und musste dann feststellen, wenn man das flechtet, dass das hier gar nicht verklebt werden darf, alles sofort, weil ich stellenweise mit den zweiten Streifen gleich dann hier drunter muss am Rand. Und wenn das dann schon fixiert ist, dann geht das natürlich nicht mehr. Deshalb habe ich mir hier jetzt die Büroklammern zur Hilfe genommen. Jetzt messen wir wieder 1,5. Und dann den dritten Streifen. Das sieht gleich ein bisschen komisch aus mit den ganzen Klammern. Na, kommst du von her? Also wie gesagt, das muss noch nicht exakt da liegen, wo es hin soll. Aber es sollte auch nicht ganz krumm liegen. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Bei 1,5 wieder anlegen. Und den vierten Streifen. Und jetzt seht ihr, dass meine sind hier viel zu lang. Wie gesagt, da könnt ihr gucken, ob ihr in eurer Restekiste noch was habt, das von der Länge her passt. Denn wir müssen die Überstände später alle abschneiden. Nur achtet bitte drauf, dass die nicht dicker sind wie 1 cm. So, dann machen wir noch den letzten. Nochmal bei 1,5 anlegen. Und dann haben wir eine Richtung schon fertig. Ihr seht das, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich zitter ein wenig. Ich hoffe, dass ich euch das so zeigen kann, dass ihr die Karte auch nachbasteln könnt. So, jetzt haben wir alle in diese Richtung. Jetzt müssen wir das so drehen, dass wir in diese Richtung arbeiten können. Und da messen wir uns jetzt auch wieder von dieser Innenkante 1,5 cm nach innen.
Und jetzt haben wir rechts und links auch in etwa wieder diese 3,3. Und auch hier setzen wir uns wieder die ersten Markierungen. Jetzt nehmen wir uns den ersten Streifen. Dieser, da kommen wir drunter her. Über den nächsten gehen wir drüber her. Und hier ist jetzt die erste Stelle, wo ich hier drunter muss, unter diesen Streifen. Habt ihr das überhaupt gesehen? Also, den Streifen ignorieren wir jetzt. Wir fangen jetzt mit diesem an. Da gehe ich drunter her, über den nächsten drüber her. So, also drunter, drüber. Und hier müssen wir wieder drunter. Und wenn ich das jetzt hier schon festgeklebt hätte, hätte ich jetzt hier das Problem, dass das eventuell zu eng ist und mir der Streifen dann hier hängt. Deshalb habe ich das hier mit der Büroklammer fixiert. Da das da oben noch fest ist, können wir die hier lösen, den kurz an die Seite schieben und unseren ersten Streifen jetzt hier fixieren. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das heißt, ich schiebe mir den ein Stück an die Seite, mache mir hier ein bisschen Kleber und da ein bisschen Kleber. Ich arbeite da wirklich nur mit ganz kleinen Tropfen vom Tombow, das reicht. Und dann legen wir den ersten hier an der Markierung an und kleben ihn auch fest. Jetzt können wir den hier schon fixieren. Dann haben wir die erste Klammer schon mal wieder weg. Und da müsst ihr jetzt natürlich darauf achten, dass ihr den hier rechts an eure Markierung anlegt. Die Klammer von dem Streifen lasse ich noch. Dann können wir hier als nächstes die Klammer lösen. Und auch den Streifen schon festkleben. Jetzt darauf achten, dass der gut an der Markierung liegt. Und die lassen wir jetzt erst noch so, wie es ist. Wir nehmen uns jetzt den nächsten Streifen, messen uns die 1,5 wieder aus. Eine Markierung und zweite Markierung. Wir sind hier drunter, nein Quatsch, drunter, drüber, drunter, drüber. Das heißt, hier gehe ich jetzt wieder drunter. Den Außen lassen wir außer Acht. Den zweiten von links drunter. Drüber, dann wieder drunter her und drüber her. Und dann können wir den an dieser Seite fixieren. Ich glaube, es sieht schlimmer aus, als es wirklich ist. So, die Seite ist fest. Dann machen wir die andere Seite fest. Und schön darauf achten, dass das an den Markierungen liegt. Jetzt drehe ich es einmal um und gucke es mir von vorne an. Drunter, drüber, drunter, drüber. Gut. Und dann kommen wir schon zum dritten Streifen. Na, habe ich einen zu wenig? Nee, doch nicht. Das heißt, Bleistift wieder bei 1,5 cm anlegen. Rechtsmarkierung, Linksmarkierung. Jetzt fange ich von dieser Seite an. Hier sind wir drüber.
Das heißt, ich gehe drunter her, drüber her, drunter, drüber und jetzt müssen wir hier bei dem letzten unten drunter her. So. Und jetzt gucke ich einmal von vorne, bevor ich irgendetwas festmache. Das sieht gut aus. Schieb mir den Stück an die Seite und fixiere den hier und da. Ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend und ihr könnt es gut sehen. So, jetzt können wir hier erst weitermachen, die Klammern lösen. Und den Farbkarton fixieren. Immer schön an die Markierung. Hier müssen wir die beiden jetzt hochheben. Und den können wir jetzt noch schieben wieder an die Markierung und festdrücken. Und den hier können wir auch lösen. Das Ganze einmal anheben. Wie gesagt, das ist ein bisschen fummelig. Und wieder in Position schieben und festdrücken. So, dann den vierten Streifen. Bei 1,5 wieder anlegen, links eine Markierung, rechts eine Markierung, und jetzt sind wir hier drunter, das heißt, ich gehe da über den Streifen jetzt drüber. Unter den nächsten drunter, dann gehen wir wieder drüber her, drunter her und wieder drüber her. Und die Klammer ist jetzt im Weg, wir haben es aber ja hier schon fixiert, das heißt, die ziehe ich mir ab. Schieb mir den Streifen jetzt etwas nach oben. Und mache mir jetzt erst an dieser Seite die Klammer ab. Jetzt muss ich es einmal zu mir drehen und fixieren. Den unteren fixieren wir jetzt. Hier ist die Markierung für diesen Streifen, für den. Jetzt drehe ich das Ganze wieder um. Und nee. Über die Markierung Kleber, einmal da und einmal da. Jetzt ärgert mich die Klammer da oben, die hält den Farbkarton fest. So, und dann fixieren wir den Streifen. Jetzt können wir den auch festmachen. Schön an die Markierung ranschieben, festdrücken. Und jetzt bleibt noch der letzte Streifen. Da messen wir uns jetzt noch einmal die 1,5. Und da mache ich mir jetzt die Klammern ab. Die haben wir ja hier unten schon fixiert. Wir sind hier jetzt drüber, Quatsch, drunter, das heißt, wir gehen hier drüber, da drunter her und hier wieder drüber.
festhalten. Dann drehe ich es noch einmal um und fixiere mir hier den Streifen noch. Der ist ja noch lose. Und ja, der ist schon fest. Jetzt wollte ich schon doppelt kleben. So, und somit haben wir das Flechtmuster fertig. Jetzt müssen wir nur noch unsere Überstände abschneiden. Und da, wie gesagt, da könnt ihr gucken, ob ihr kürzere Streifen habt, die dann drüber herpassen. Entschuldigt, wenn ich nicht so viel spreche heute. Ich versuche, mich sehr zu konzentrieren. So, da gehe ich noch einmal mit der kleinen Schere entlang. Und dann haben wir das Muster fertig. Das ist bei mir jetzt der Rest. Wie gesagt, guckt einfach in eure Restekiste, ob ihr da noch Reste habt, die ausreichend sind von der Länge her. So schaut das Ganze jetzt aus. Wenn ihr jetzt merkt, dass hier irgendeine Ecke doch noch nicht fest ist, könnt ihr sie noch nachkleben. Müsst ihr aber nicht zwangsläufig, denn wir kleben uns jetzt von hinten das Designerpapier dagegen. Ihr könnt natürlich auch das Designerpapier weglassen. Da mache ich mir jetzt nur am Rand ein bisschen Flüssigkleber und klebe mir das jetzt hier von hinten auf den Rahmen. Und dann schaut das Ganze so aus. Jetzt brauchen wir die Karte nur noch zusammensetzen. Das heißt, das kommt vorne auf die Front. Falzen wir das einmal nach. Das hätte man vielleicht vorher machen sollen. So. Und dann kommt auch schon unsere Deko drauf. Und zwar, das muss ich einmal spicken. Okay. Da kommen jeweils Dimensionals drauf. Auf beiden. Das lege ich mir hier rechtsbündig an den weißen Rahmen. Richtig rum aufkleben. Das kommt hier schön mittig drauf. Die beiden Blüten hatte ich mir vorgestellt, sollen hier hin. Eine da. Und die andere daneben. Und die Blätter möchte ich jetzt hier ganz gerne einfach noch unterschieben. Da müsst ihr einfach schauen, wie ihr das dekorieren möchtet.
So, und eins möchte ich gerne hier unten noch hin haben, aber ich schätze mal, das ist zu lang. Ja, das müssen wir ein wenig einkürzen. Ja. Hier geblieben. Jetzt habe ich den Kleber auf dem Tisch. So. Dann habe ich hier noch mein Schleifchen. Ich wollte ganz gerne das Goldene wieder aufgreifen. Das setzen wir uns da noch hin. Da nehme ich mir jetzt einfach einen von unseren Dimensionals und roll mir den so ein bisschen auf. Dann setze ich mir das Schleifchen da drauf. Das habe ich jetzt vorher schon gebunden. Und jetzt ist hier Chaos. Und dann nehme ich einfach noch ein oder zwei von unseren Schmetterlingen. Einen dahin. Und einen setze ich hier oben noch hin. Und dann denke ich, ups, reicht das auch? Ach, wir haben die Mattung für innen noch gar nicht fertig gemacht. Da klebe ich mir jetzt einfach den Streifen noch drauf. Ihr könnt natürlich von innen auch stempeln. Hier schön seitlich. Überstände abschneiden. Und dann kommt das Ganze hier noch rein. Das mache ich später, wenn ich es beschrieben habe. Und dann sind wir fertig für heute. Ich hoffe, euch gefällt die Idee und traut euch, sie nachzubasteln. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und bastelt die Karte nach. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und wie immer, falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!